Servus, Savade Grab und Ai Gode, der Stefan hier. Zweiter Dienstag im Monat, da beantworte ich immer eure Fragen. Heute ist nicht nur der zweite Dienstag im Monat, heute ist Dienstag, der 2. Januar. Alles Gute im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, ihr habt es ordentlich krachen lassen. Die Nacht bei mir hat es auch ordentlich gekracht und zwar schon ein paar Tage vorher. Aber erzähle ich euch alles gleich. Also, seid gespannt, es geht los. Ja, ich bin hier bei meiner liebsten Location, den City Café, und habe hier dieses schwarze Teil in der Hand. Wenn es piepst, ist mein Cappuccino fertig. Sitzplatz ist leider Fehlanzeige, weil Silvester am Sonntag, der arbeitsfreie Tag, wird heute am 2. nachgeholt. Deshalb ist der Ort hier etwas überlaufen und viele Bürger aus Bangkok sind hier. Ja, ist halt auch eine tolle Aussicht hier oben. Und bevor ich auf eure Fragen eingehe, ich habe es am Anfang schon gesagt, bei mir hat es ordentlich gekracht. Ich hatte einen kleinen Unfall mit meinem Motorroller. Darüber erzähle ich ein andermal. Wichtig ist, dass ihr immer gut versichert seid. Ich bin also Vollkasko versichert. Da ist der Schaden überschaubar. Ich habe eine Unfallversicherung, ich habe eine Krankenversicherung, ich habe eine Lebensversicherung. Von daher bin ich abgedeckt. Wir haben jeden zweiten Mittwoch, also Mittwochmorgen zum Beispiel, im Begegnungszentrum unseren Stammtisch. Da sind auch ein paar Leute dabei, die kennen sich mit Versicherungen sehr gut aus, weil sie es teilweise als Hauptgewerbe oder beruflich betrieben haben. Und ich habe gesagt, wir sammeln mal alle eure Fragen, die ihr zu Versicherungen habt. Was wichtig ist, was richtig ist, was man braucht. Wie gesagt, ich habe es euch schon gesagt, Unfall, Leben, Krankenversicherung ist einfach Pflicht. Ich weiß nicht, was ihr für Fragen habt an diese Fachleute. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich werde das sammeln, ich werde das kategorisieren und dann werde ich das mit den Leuten mal durchgehen und euch dann Rede und Antwort stehen. So, hier mein Ding piepst, Cappuccino ist fertig, ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich ein paar Meter abseits doch noch einen Sitzplatz gefunden, an dem ich eure Fragen beantworten kann. Hallo Stefan, mir ist aufgefallen, dass du Lazada als deutsche Version hast. Ich quäle mich zurzeit mit der üblichen thailändischen Ausgabe hier herum. Kannst du mir bitte eine Info über deine App geben oder besser noch einen Link? Brauche ich gar nicht, du hast schon alles, was du brauchst. Das Ganze ist Einstellungssache. Ich zeig dir mal am Handy, wie das geht. Du öffnest die Lazada-App und da gibt es unten rechts den Punkt Account. Den klickst du an und dann gibt es oben rechts diese Mutter oder diese Schraube. Da drückst du einmal drauf und dann kannst du bei den Settings die Sprache einstellen. Als Auswahl gibt es Thai oder Englisch. Ich habe es natürlich auf Englisch gemacht. Und das war es dann auch schon. Es gibt Benutzeroberflächen, mein PC macht das zum Beispiel, die ersetzen automatisch die englischen Wörter durch deutsche. Vielleicht funktioniert das bei dem Handy auch. Ich komme mit Englisch ganz gut zurecht. Und dann gibt es noch ein paar Rückmeldungen zu dem Video, was auf der deutschen Welle gezeigt wird, also der englischen Übersetzung von dem, was im Anfang des Jahres am 28. Februar, meine ich, was auf NDR gezeigt wurde. Da schreibt einer, der zieht ordentlich über dich her. Und ein anderer schreibt, ach, es gibt tatsächlich Schmarotzerkanäle, die deinen Content absaugen. Ja, das gibt es tatsächlich. Das ist ein User, der nennt sich Heiko mit Vornamen. Weiter will ich es gar nicht sagen. Der ist mir damals schon negativ aufgefallen. Der hat tatsächlich ein Video gemacht, nur mit meinem Content, und ist über mich hergezogen. Ziemlich armselig. Das ist so eine gescheiterte Existenz. In den letzten Jahren beruflich vieles ausprobiert und überall gescheitert und nach seinen eigenen Darstellungen jedes Mal die Anforderungen übertroffen. Letzte Information hat er geschrieben, Kreuzfahrtberater. Darunter kann ich mir gar nichts vorstellen. Höchstens Online-Unternehmen, das Kreuzfahrten verkaufen will.
und hat mir dann später auf ein anderes Video nochmal geantwortet. Er findet meine Videos so lala und er ist selbst Filmproduzent und ob er mich mal treffen könnte, er wird jetzt in Chomtien. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn er schon kein Rückgrat hat, hat er wenigstens noch Arsch in der Hose. Hat dann das Treffen 20 Minuten vorher aber per E-Mail abgesagt und sich danach auch nie mehr gemeldet. Also es ist ein armes Schwein, deshalb will ich mich da auch gar nicht weiter über ihn auslassen. Dann schreibt ein Kimi Heidler: Hallo Stefan, tolle Videos. Könntest du mal ein Video über PromptPay machen? Ich weiß nicht, was PromptPay ist. Ich weiß aber, dass ihr hier in Thailand mittels QR-Code bezahlen könnt. Voraussetzung ist natürlich, ihr habt ein thailändisches Konto. Dann wird einfach der QR-Code abgescannt und der Betrag eingegeben und dann wird das abgebucht und dann wird es dem Verkäufer gezeigt. Mir ist das Ganze zu aufwendig und zu umständlich. Ich zieh da die Barzahlung vor. Ich gebe 100 Baht hin und kriege 11 Baht zurück und bin wieder raus aus dem Laden und muss mich nicht 5 Minuten mit dem Handy beschäftigen und alles Mögliche noch rumzeigen. Und dann schreibt der Ernst Eiswürfel: Hallo Stefan, du solltest mit deinem Wissen aus Pattaya als Reiseleiter einsteigen. Ich bin zurzeit im Urlaub in Pattaya und würde gerne eine Reiseführung gebrauchen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, den habe ich unten verlinkt, wenn ich mal einen Ausflug mache. Und da steht einiges an in diesem Jahr, werde ich das vorher bekannt geben. Wir hatten am 28. diese Motorradtour gemacht, die kam gut an. Das Video dazu wird innerhalb der nächsten 6-7 Tage auch auf YouTube veröffentlicht. Ich habe es bisher noch gar nicht angefangen. Und dann könnt ihr da gerne teilnehmen. Am 28. hatten wir die Rollertour gehabt, das war sehr schön. Wir hatten uns getroffen um 21:45 und das Ganze ging letzten Endes bis gegen 5:30 etwa, bis zum Ausklang. Lasst euch überraschen, kommt im Video, wenn ihr dran teilnehmt, auf eigene Gefahr. Und wie gesagt, ich hatte an diesem Tag einen unverschuldeten Unfall gehabt. Sowas kann passieren. Seht zu, dass ihr ordentlich versichert seid. Wie man mit sowas dann umgeht, erzähle ich euch in einem anderen Video. Und zwar dann, wenn mein Fall abgeschlossen ist. Heute haben wir 2. Januar. Ich habe das Ganze am 29. zur Anzeige gebracht. Da hatte die Werkstatt nicht mehr auf. Am 30. Samstag war geschlossen. 31.01. ist Feiertag. Heute ist der 2. Der wird der 31. als Feiertag nachgeholt. Und hoffe, dass ich dann morgen in der Werkstatt bin. Die Kosten werden bis auf die 2000 Baht Selbstbeteiligung von der Vollkaskoversicherung übernommen. Von daher bin ich mit dem blauen Auge davon gekommen. Das Einzige, was ich habe, ist so ein blaues Bein. Kann ich euch mal zeigen. So schaut es aus. Habe ich selbst gar nicht gemerkt. Ich habe mir gedacht, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Das kann sein, dass mir das Motorrad, ich habe hier gestanden, nochmal an den Oberschenkel geschlagen hat. Vielleicht ist der Muskel auch gerissen. Ich weiß es nicht. Ist das auf jeden Fall schon wesentlich besser als noch vor 4-5 Tagen. Und Muskelsachen heilen in der Regel von selbst innerhalb von 8-10 Tagen. Wenn es ein Muskelfaserriss ist oder ein Muskelbündelriss ist, dann kann das bis zu 6 Wochen dauern. Ansonsten bin ich ja zuversichtlich, dass das nächste Woche weg ist. Ja, was an Ausfahrten ansteht, ich hatte es schon mal angesprochen, ich plane mit dem Zug nach Bangkok zu fahren. Der Zug fährt abends in Pattaya los, ist dann fährt am späten Nachmittag in Pattaya los, ist dann am Abend in Bangkok. Dann heißt das eine Übernachtung Bangkok. Dann kann man Bangkok ein bisschen Nachtleben sehen. Dann hat man den nächsten Tag Zeit, um sich Bangkok anzusehen und fährt dann am Folgetag mit dem Bus zurück. Wie gesagt, eine Übernachtung wäre das denn in Bangkok. Die andere Tour ist mit dem Bus nach Bangkok mit einem Longtailboot einen Klong entlang. Dann hoch auf den Golden Mount und dann eine Bootstour über den königlichen Fluss. Da gibt es ein Touristenticket, dann kannst du an jeder Station ein- oder aussteigen, wie du möchtest. Allerdings ist Bangkok so groß und sehenswert. Du wirst dir Golden Mount und vielleicht noch ein oder zwei andere Ziele anschauen können und dann ist der Tag auch schon vorbei.
und es gibt noch vieles, vieles mehr. Ich habe Ausflüge vor mit dem Motorroller. Da ist die einfache Fahrt 120 Kilometer, also kannst du mal von 250 Kilometer am Tag ausgehen. Das wäre eine Tagestour, sechs Stunden auf dem Bike und dann nochmal 3 Stunden, um sich irgendwas anzuschauen oder Pausen zwischendrin zu machen. Dann nochmal zurückzukommen auf das Begegnungszentrum. Da hat sich jetzt ein Wolfgang Rill einen wunderschönen Kommentar dazu geschrieben. Das ging speziell über den Gesprächskreis beim Begegnungszentrum. Und er hat in seinem Kommentar geschrieben, ich zitiere das jetzt und das ist nur ein kleiner Auszug aus seinem Kommentar. Es ist erschreckend, dass sich hier manche zu ihrer eigenen geistigen Armut bekennen. Sie sind offenbar auch noch stolz darauf und versuchen andere auf ihre Blattheit herabzuziehen. Und das ist tatsächlich so, dass also viele an geistiger Armut leiden und dann da ihren geistigen Dünnschiss hinterlassen, habe ich mal gesagt. Und da hat sich einer angesprochen gefühlt. Den geistigen Dünnschiss, den habe ich größtenteils schon ausgefiltert. Also wenn ihr mit euren Kommentaren dort erscheint, dann ist das eine freie Meinungsäußerung, ohne dass ihr irgendwelche anderen Leute beleidigt. Genau das Gleiche betrifft auch diesen, ja, viralen Hit, den ich gelandet habe. Was kostet eine Freundin in Thailand? Viele haben den Titel missinterpretiert oder nicht verstanden und haben gedacht, jetzt werden irgendwelche Preisschilder ins Fenster gestellt und gar nicht über den tieferen Sinn nachgedacht, was eine Freundin in Thailand kostet und warum eine Freundin in Thailand kostet. Und natürlich gehört da auch eine gewisse Zuneigung dazu von beiden Seiten. Also thailändische Frauen sind nicht alle käuflich oder die meisten sind eben nicht käuflich. Die erwarten aber, dass die Familie unterstützt wird. Und das System ist in Thailand anders als in Deutschland. Und wer Thailand und das thailändische System noch nicht kennengelernt hat, für den ist das auch schwer, das zu begreifen. Deshalb sage ich immer, ihr müsst den asiatischen Weg denken oder den thailändischen Weg, weil das ist in Thailand ebenso üblich, dass die Kinder die älteren Leute unterstützt. Wird erwartet, dass die Familie unterstützt wird, auch vom zukünftigen Schwiegersohn zum Beispiel. Und wenn es nur der Schwiegersohn auf Zeit ist, der wird damit eingebunden und das wird dort erwartet. Und das ist in Thailand halt so. Und das ist nicht nur in Thailand so, das ist in vielen anderen asiatischen Ländern auch so. So, hallo Stefan, nächstes Jahr wandern wir nach Thailand aus, fragt da ein Akko. Ich weiß, dass du die Muay Thai Krankenversicherung hast, möchte mich auch gerne versichern. Meine Frage an dich: Wie viel kostet die im Monat, die für Expats mit 5 Millionen Thai-Baht? Ich kann es dir nicht sagen, das muss individuell errechnet werden. Ich kann dir sagen, ich bezahle im Monat etwas mehr als 5.000 Baht oder sind es 5.600 Baht. Ich kann es dir aus dem Stand nicht sagen. Es sind rundgerechnet 150 Euro im Monat, die ich für meine Krankenversicherung bezahle, inkludiert ist, wie ich das gerade am Anfang gesagt habe, eine Unfallversicherung und eine Lebensversicherung. Also 3 Versicherungen auf einmal, 150 Euro umgerechnet im Monat. Und ich sage es nochmal, am Stammtisch haben wir einige Spezialisten für Versicherungsfragen sitzen, die auch gerne bereit sind, da Rede und Antwort zu stehen. Die müssen halt bloß die entsprechenden Fragen gestellt bekommen. Und die Fragen stellt ihr. Ich stelle den Katalog zusammen. Ich gehe das mit den Spezialisten durch und hier auf dem Kanal kriegt ihr dann auch die entsprechenden Antworten. Oh, und dann habe ich eine Anfrage über den Facebook Messenger bekommen. Hallo Stefan, wollte dich fragen, könntest du nicht mal ein Video machen, wie man in Thailand seine Rechnungen wie Monatsmiete, Internet und so weiter bezahlt? Auf dem Postweg oder 7-Eleven oder per Internet? Wie sieht zum Beispiel so eine Rechnung in Thailand aus und vor allen Dingen, wie bezahlt man die? Fangen wir mit dem größten Posten an, das ist die Miete. Die Miete bezahlst du
bei deiner Agentur. Das musst du mit deiner Agentur ausmachen, wie die das gerne hätten. Es gibt Agenturen, die nehmen gerne Bargeld. Da musst du jeden Monatsersten im Büro vorbeikommen und Bares auf den Tisch legen. Ich bin bei der East Coast Real Estate und überweise monatlich und gebe diesen Überweisungsbeleg. Den kriege ich, wenn ich online eine Überweisung mache, habe ich sofort den Slip, den Bankauszug auf meinem Handy und sende den per Line weiter an meinen Vermieter, sprich an meine Agentur, und damit ist die Sache aus der Welt. Internet habe ich im Voraus bezahlt bei 3BB. Ich bin in den Laden, habe einen Vertrag abgeschlossen, habe meine 5000 und zerquetschte Bart bezahlt und damit ist das Ganze ein Jahr abgedeckt. Interessant wird es mit den Stromkosten und den Wasserkosten. Wasserkosten bekommst du einmal im Monat in deinem Kondominium ins Postfach gelegt. Da gibt es unterschiedliche Tarife. Momentan bezahle ich 50 Baht pro Kubikmeter Wasser. Wie so eine Rechnung aussieht, blende ich euch mal ein. Und die bezahle ich im Office von meinem Kondominium. Internet fürs Telefon bezahle ich per Überweisung über meine Bank-App. Das ist ganz einfach. Ihr loggt euch in eure Bank-App ein und dort gibt es einen Button für euren Telefonanbieter. Den klickt ihr an und da könnt ihr euer Handy, euren Kartenvertrag aufladen. Die zweite Möglichkeit, ihr geht natürlich in den Laden von eurem Telefonanbieter und zahlt dort auch in bar oder am Automat. Da gibt es Automaten, die ihr bedienen könntet, aber es gibt immer Personal vor Ort, an die ihr euch wenden könnt, die den ganzen Vorgang für euch übernehmen. Und den Strom zahlt ihr auch wieder über die App von eurer Bank. Ihr klickt euren Stromanbieter an, ihr scannt den QR-Code auf der Rechnung, bestätigt das Ganze und dann ist der Strom auch schon überwiesen. So, und das war's für heute. Nicht vergessen, morgen am 3.1. ist Stammtisch im Begegnungszentrum. Ansonsten sehen wir uns wieder und bis dahin tut Gutes, baut keine Unfälle und genießt euer Leben. Tschüss, euer Stefan.